heute habe ich einige sommerliche Frisuren für euch, die ihr zum Beispiel in der Schule tragen könnt oder im Alltag. Vielleicht habt ihr das schon in meinen letzten Videos mal so gesehen. Ich mag es im Moment sehr gerne, wenn meine Seiten so eingezwirbelt sind. Das finde ich ist total schön und auch irgendwie sommerlich. Und da habe ich jetzt so mehrere Variationen dafür kreiert, die ihr dann nachmachen könnt. Und falls ihr euch entschließt, eine dieser Frisuren mal auszuprobieren, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir davon ein Bild schicken würdet, zum Beispiel bei Instagram, Twitter oder Facebook. Die Links sind natürlich alle in der Infobox. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, ganz viel Spaß bei dem Video und natürlich beim Nachmachen der Frisuren. Tschüss! Für die erste Frisur braucht ihr nichts. Haha. Und ihr sollt euch auch nicht die Haare durchkämmen. Besser ist es, wenn die so ein bisschen wuschelig sind. Auf jeden Fall nehmt ihr einfach alle Haare auf eine Seite und teilt die dann in drei Partien. Und dann flechten wir eigentlich ganz normal, mit dem kleinen Unterschied, dass wir die einzelnen Strähnen nicht bis nach unten durchziehen. Die sollen sich nämlich unten, wie ihr seht, so ein bisschen verheddern. Und wenn man dann weiter flechtet, dann sieht man, dass sich unten die Haare, die so verheddert aussehen, eigentlich auch flechten, nur halt umgekehrt. Und das machen wir so lange, bis wir nicht mehr flechten können. Dadurch, dass sich die Haare unten ja auch mitflechten, wird es irgendwann zu eng und dann hört ihr einfach da auf, wo es nicht mehr geht und habt ja dann so ein Loch und dann schiebt ihr einfach den unteren Teil eures Zopfes da durch. So, und dann habt ihr einen geflochtenen Zopf, der ohne Haargummi oder irgendwelche anderen Dinge hält. Wenn das mal nicht cool ist. Wenn ihr auch so seid wie ich und ständig ein Haargummi vergesst, dann ist das ja wohl die Lösung, oder? Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu meinen Zwiebelvarianten und diese Variante ist jetzt mit zwei Zöpfen. Als erstes tupiere ich den Hinterkopf an, das müsst ihr aber nicht, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich mag es ganz gerne, weil die Frisur dann ein bisschen ja, schöner aussieht und als ob man mehr Arbeit da reingesteckt hätte. Ja, und hier seht ihr gerade, wie ich gegen das Vogelnest ankämpfe. So, und jetzt spaltet ihr eure Haare in zwei Partien und die eine Seite befestige ich gerade einfach mal mit einem Haargummi, damit ihr mir nicht in die Quere kommt. Und jetzt kommen wir zu dieser Zwiebeltechnik. Ihr nehmt einfach zwei Strähnen und ihr legt die untere über die obere. Dann nehmt ihr bei der unteren Haare dazu und legt die wieder die über die obere. Ja, das hört sich immer so blöd an beim Erklären. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Das sieht echt schwerer aus, als es eigentlich ist. Ja, und das mache ich jetzt, bis ich unten keine Haare mehr habe. Ich gehe einfach an meinem Kopf so entlang. Das ist so einfach und geht so schnell, wie ihr seht. Versucht es! Versucht es! Okay, ihr habt es ja jetzt hoffentlich verstanden. So, und das befestige ich dann einfach hinten mit einem kleinen Haargummi. Am schönsten wären natürlich Haargummi, die durchsichtig sind oder ein bisschen kleinere noch bei meinen dünnen Haaren. Aber gut, habe ich nicht, auch egal. Ihr sollt ja nur die Frisur sehen, nicht auf die Haargummis achten. Das gleiche mache ich jetzt natürlich auch auf der anderen Seite. Genau die gleiche Technik, zwei Haarsträhnen. Die untere über die obere, Haare dazu und dann wieder drüber legen und einfach so weiter zwirbeln. Den Zopf binde ich hinten wieder mit einem kleinen Haargummi zusammen. Wie gesagt, durchsichtig sähe vielleicht schöner aus, aber gut. Ja, diese Frisur habe ich schon öfter getragen und auch schon ein Bild bei Instagram gepostet und so weiter. Geht schnell, ist super einfach und sieht sehr süß aus. Ich habe aber noch andere Varianten und zwar könntet ihr diese beiden kleinen Zöpfchen auch einfach bis nach unten weiter flechten, so wie hier. Genau, so sieht das dann aus, wenn die Zöpfe auch noch geflochten sind, also an den Seiten eingedreht und dann einfach runtergeflochten. Kommen wir jetzt zu der Zwirbelvariante Nummer 3 und zwar machen wir uns einfach hinten einen Dutt.
Zuerst haben wir natürlich unsere Seiten wieder eingezwirbelt und dann stecke ich die erste Seite mit ein paar Haarnadeln fest, damit die mir nicht da rausfällt. Dann zwirbel ich die andere Seite nochmal neu, weil die währenddessen natürlich schon wieder aufgegangen ist. Und wenn ich dann hinten angekommen bin, nehme ich alle Haare zusammen und drehe sie mir dann irgendwie ein, wie es halt gerade passt und stecke das dann wieder mit Haarnadeln fest. Geht auch total einfach und ganz schnell und sieht auch sehr schön aus. Ihr könntet die Haare hinten auch noch etwas antupieren, damit der Dutt vielleicht ein bisschen dicker wird, wenn ihr auch so dünne Haare habt wie ich. Aber ich finde auch mit so einem kleinen Dutt hinten sieht das ganz niedlich aus. Solche Frisuren sehen ja nicht nur von hinten schön aus, sondern auch von vorne. Besonders wenn man so kleine Strähnen an den Seiten herausgucken lässt, dann sieht das Ganze einfach ein bisschen lockerer aus. Kommen wir jetzt zu der Zwiebelvariante Nummer 4. Bei dieser Variante zwiebeln wir natürlich wieder die Seiten ein, aber wir stoppen auf Höhe des Ohres. Hier seht ihr, wie ich die letzten paar Haare dazu nehme und dann drehe ich das Ganze nur nochmal um sich selbst, damit das sich nicht aufdreht und befestige das dann mit ein paar Haarnadeln am Hinterkopf. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Wie ihr seht, bin ich jetzt auch nicht gerade der Frisurenprofi und es sieht ein bisschen unordentlich aus. Ist aber nicht schlimm, sieht man später nicht mehr so arg. Die übrigen Haare, die teile ich jetzt in drei Partien auf und ich beginne jetzt hier mit der mittleren. Und die nehme ich und drehe sie um meine Finger und drehe das dann einfach weiter ein bis zu meinem Kopf und befestige das dann mit einer Haarnadel.